Kassenbelegung nachlesen? Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Wir haben doch die beiden Schränke schon zweimal geöffnet, oder nicht? Oh, scheiße. Ah, doch, da Einstellung. Nein. Credits, Weiterspiel, neues Spiel. Einstellung. Ja, ist egal. Warte, wir können ein neues Spiel machen. Ist jetzt egal. Das ist ein merkwürdiges Spiel. Oder irre ich mich? Wir haben doch die Schränke haben wir doch schon zweimal geöffnet und wir konnten nicht einmal oder ein. Konnten wir Oh, da wie was. konnte mir nur das Benzin ausgehen? Ja, weil du nicht getankt hast. Wie wär's damit? Hallo. So, wir gehen jetzt. Komm. Hallo? Danke. Da ist die Tastenbelegung. Ach, Ease Inventar. Okay. Abilität. T. E ist benutzen. Menüs Escape. TI, was ist denn Abilität? T. Okay. I ist was? Inventar. Hätte man drauf kommen können. Ja, glaube ich auch. Random Versteck, genau, ja. Hallo? Ich nehm's. Okay, diesmal haben wir hier nichts. Warum können wir das nehmen? Ja, das haben wir schon aufgeschrieben. Verwende Schwarzlicht, gib einen Pluspunkt. Okay, haben wir hier noch was zu öffnen? Nee, ne, hier war Ich muss nichts. den Schlüssel finden. Ja, ich habe doch einen Schlüssel gefunden, Junge, Es Mädchen. ist abgeschlossen. Nein, sag bloß. Das kann ich nicht tun. Wer hat das geschrieben? Immer noch die Mutter. Ach so, Inventar ist oben. Das ist Inventar, ach so. Was bringt uns das? Warum sind diese Pfeile auf die Bilder gerichtet? Worum handelt es sich dabei? Ich muss den Schlüssel finden. Meine ich hier auch was? Puppe.
Vielleicht sollte ich es nehmen. Oh. Auf dem einen Bild war eine 3. Meinst du das komische, wo ich gerade hingeleuchtet habe? Das hier? Ach jo. 3. Ha! Shania, du hast dich bewegt. Warum das denn? Drei. Oh, Shania gibt uns einen Hinweis. Wir nennen die Holzpuppe jetzt mal Shania. Ja, das habe ich ja verstanden. Shania. Okay. Wo ist Shania hin? Shania? Hallo, Shania. Wo ist denn hingegangen? Da ist auch eine Zahl, eine 1. Matt? Hä? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Finde die Voodoo-Puppe. Der Traumweber, spinnartige Kreaturen, die sich von menschlichem Fleisch ernähren, jahrelang unter harten Bedingungen ohne jegliche Nahrung leben, aber wenn sie frisches Menschenfleisch finden, werden sie nicht zögern anzugreifen. Obwohl sie nicht so schnell wie ein Mensch sind, werden sie, wenn sie dich in die Enge treiben, langsam in dein Fleisch beißen, bis du tot bist. Okay, wir können ihnen also allen entkommen. Der Dreamweaver kann dazu gebracht werden, einem Köder zu folgen. Sie können nicht fliegen, teleportieren oder Türen öffnen, können leicht mit dem Saturn-Schutzsiegel getötet. Ich denke mal werden. Ja, wo finde ich das denn jetzt? Wieso ist jetzt unser Talisman weg? Ja, ich glaube auch. Ich nehm's. Wo ist denn Tee? Ach nee, ne, Alter. Ja, wir gehen beides. Erst Saturn, dann Mediamarkt. Wenn die im Saturn zickig sind, gehen wir zum Mediamarkt, genau. Achso, jetzt muss ich hier wieder gucken, wo der Dings ist, genau. Ich nehm's.
Shania. Ja, so Pech, Shania. Hallo. Hi. Shania? Mir ist noch nicht vollgeladen. Also wir können Shania töten, das ist auch schön. Allerdings müssen wir jetzt die ganze Zeit im Kreis laufen, weil nur beim Laufen lädt sich unser Talisman auf. Hi, Dusch. Ich kann nicht rennen. Diesmal bin ich erschrocken. Hä. Komm her, Shania. Oh. Ich dachte, wir können Shania töten damit. Anscheinend nicht. Vielleicht sollte ich es nehmen. Shania hat einen Schlüssel. Uschi. Nur wohin? Ich muss den Schlüssel finden. Ich habe doch einen gefunden. Shania, lass mir sie einen Frieden. Hey, Moment, welche Tür war denn noch geschlossen? Sei lieb. Oh, die Nachbarskinder schreien wieder. Schön. So, die war... Ist es abgeschlossen? Ja. Ich muss den Schlüssel finden. Ich habe doch einen Schlüssel. Nimm doch den. Finde einen verlorenen Schlüssel. Habe ich doch. Shania, du hattest einen Schlüssel, du Sau. Ich muss den Schlüssel finden. Ich weiß, die Spinne töten. Ich weiß. Ja. Ja! Wir müssen so bei Shania aufpassen, das ist das Problem. So. Ich nehm's. Ich hab zwei Schlüssel, Shania. Was machst du jetzt? Oh. Wendigo. Ja, ein böser Geist, der sich selbst teleportieren und klonen kann. In seiner menschengroßen Gestalt kann er dir nichts anhaben. Er will dir nur dann Angst einjagen, wenn du es am wenigsten erwartest. Aber in seiner wahren Gestalt kann er dich mit nur einem Angriff töten. Es ist auch in der Lage, Illusionen zu erzeugen, um mit Zeit und Raum zu spielen. Du kannst ihn in keiner Weise töten. Wenn du ihn also in seiner wirklichen Form siehst, lauf weg. Danke. Das ist hilfreich. Nix. Moment, war auf dem anderen Bild auch eine Nummer? Oder war hier eine Nummer?
hier ist keine Nummer, ne? Wir haben bisher 3 und 1, die Nummern, okay. Dann ist er auf dem Weg zu uns. Was war das? Mach mal einfach. 53 0 10. Nö. Okay, das ist nicht dieser komische Dings, ist nicht. Okay, dann gehen wir mal hier gucken. Sind wir langsam vollgeladen? Ja, ich habe einen Wagen. Das kann ich nicht tun. Ich muss den Schlüssel finden. Ich habe zwei Schlüssel. Mann! Aber hier waren die Bösen. Oh! Jetzt muss ich so lange laufen, bis ich wieder voll bin. Das ist das Problem. Oh, da ist ja eine Vase. Das Vase. Oh, ich habe nichts gefunden. Schön. Komm, lade ich mal schnell. Oh, hier ist auch noch was. Nix, okay. Also ein bisschen Safe noch öffnen. Und irgendwie sieht es ja komisch aus, weil hier das Dach ist. Ist das hier eine Kulisse? Sind wir im Theater oder was? Okay, wir sind wieder. Ne, wir sind noch nicht. Doch, wir sind voll geladen. Okay. Wo ist der nächste? Danke. Also irgendwann müssen wir rennen. Hallo. Ich habe immer Angst, dass schon nahe hinkommt. Das kann ich nicht tun. Ja, ich habe es doch verstanden. Die Voodoo-Puppe kannst du nur... Vielleicht sollte ich es nehmen. Mach mal. Oh, wir haben einen Kristall gefunden. Ja, die Voodoo-Puppe bisher, die konnte man nur einmal anpacken. Aber ich gehe da gleich nochmal gucken. Also hier können wir nichts mehr machen. Oder? Ist hier was? Warte mal eben. Also für die Uhren brauchen wir so eine Art Dietrich oder was weiß ich, Schraubendreher. Irgendwas. Ah, da! Eins. Ah, da ist noch eine Zahl. 7. Okay. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, die Nummern für den Tresor, ne? Ja, die Voodoo-Puppe haben wir gefunden. Ah, warte mal. Nee, hier kann ich nichts mehr. Wieso habe ich denn zwei... Ach, einen Schlüssel habe ich noch. Okay. Bup, bup. Nix. Danke. Haben wir alles? Movement Charge the Talisman. Ja, das haben wir raus. Okay, dann müssen wir jetzt den Tresor aufkriegen, ne? Weil das kriegen wir, glaube ich, nicht aufgeschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Nein! Oh Mann, der Tee war nicht aufgeladen. Muss ich wieder von vorne anfangen? Ja, ich muss den Talisman suchen. Die Puppe war zum Speichern. Was? Die Puppe hat einen Schlüssel. Hallo. Shania? Du bist doof. Habe ich das schon erklärt? So, hier hatten wir jetzt nichts mehr. Ne? Auch super. Ja, das habe ich ja verstanden. Du bist richtig blöd, Shania. Ich wollte es dir nur mal erklären. Gerade konnte ich ja da was rausnehmen aus dir.
so, die Puppe ist ein Hä? Moment. Ach, war zum Speichern, jo. Dann irgendwie, dass die Voodoo-Puppe speichert. Okay. Also irgendwie ist das... Also die Idee ist ja nicht schlecht. Ist ja, wie gesagt, ein kostenfreies... Ich frage mich. Ja, du fragst dich. Warum der Typ das Spiel spielt, ne? Das sehe ich auch so, ja. Oh, guck mal, die Bücher kann ich jetzt gar nicht nehmen. Ich nehm's. Danke. Das ist jetzt Shania, die sich bewegt, oder? Genau, 317, die Zahl hatte ich auch schon. Wo haben wir jetzt... Achso, die zwei Schlüssel haben wir hier gefunden. Warte mal eben. Wir müssen wieder alles durchsuchen. Weil es ja zwischendurch... Shania? Was machst du hier? Hallo? Wieso bewegt sie sich jetzt auf einmal? Gerade hat sie es noch nicht gemacht. Hä? Wo denn hin? Okay, sie ist zurückgegangen. Nee, huh. Nee, sie geht immer noch auf mich zu, ne? Hattest du nicht gerade einen Schlüssel, Shania? Ich finde das nicht gut von dir. Ach nee, was ist denn jetzt schon wieder? Ich ralle halt nicht das Spiel, tut mir echt leid. Ich weiß, was ich hier machen muss, aber ich ralle die Mechanik nicht. Gerade war die doch ganz brav, die Shania. Kann ich die nicht schlagen, Alter? Wieso habe ich in solchen Spielen keinen Baseballschläger, hä? Also Tür zu machen nützt nichts. Das haben wir schon mal festgestellt. Oder muss ich Shania da dreimal anbrennen oder sowas, wie ich das gerade gemacht habe am Anfang? Was? Vermute, dass die Spinne respawnt. Hast Shania besiegt nach dem Speichern? Ich habe die ja dreimal mit dem Talisman und dann irgendwann ist ja wieder zusammengekommen. Genau, wahrscheinlich muss ich das gleich nochmal machen. Wir machen das einfach nochmal. Ich nehm's. Ja, ich auch. Gruß an die Mutter. Dankeschön. Shania, halt die Backen. Die gibt jetzt gleich echt auf die Fresse. Wo ist sie denn? Komm, Shania. Komm her. Wo bist du? Komm her. Shania. Ja, wo ist sie? Wo ist sie denn jetzt? Hä? Wo ist sie denn jetzt? Hä? Also, das muss ich nicht nochmal machen, ne? Nee. Wo ist sie denn jetzt? Ach, die ist da, wo die Spinne ist. Pass mal auf.
Also sagen wir mal so, dafür, dass das ein Jap, was? Ach so, Jap mit Shania noch mal angreifen, genau, ja. Ich mach gleich das Ding, Kamera wieder an, okay? Ich will hier noch in Ruhe. Shania! Lass mich in Frieden! Aber wo sehe ich die denn jetzt? Oder wieso nicht? Hä? Wo ist sie denn? Shania, bist du verbuggt? Kann das sein? Bitte nicht. Okay. Das gibt's doch nicht. Ah! Richtig. Ich mach sofort weiter, Sekunde. Eine wichtige Frage. Kann Shania an der Decke laufen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wir werden es rauskriegen. Wir werden es rauskriegen. So. Kann ich wiederholen. Aber blöd ist natürlich, dass man nur einmal speichern kann. Das ist natürlich doof. Wenn das wirklich der Speicherort ist. Ich nehm's. Ja, ich weiß. Also jetzt hat Shania sich bewegt. Das wissen wir jetzt. Achso, ich bin ja wieder da. Juhu. Aber die muss hier ganz in der Nähe sein. Ich höre die doch so deutlich. Oder ist das echt ein Bug? Also nicht, dass das ein Bug ist, Alter. Das kann ich nicht tun. Ich weiß. Aber wo? Wer muss ich erst die Spinne töten? Und dann sehe ich Shania. Der Talisman ist ja voll, ne? Naja. So. Jetzt ist sie weiter weg, glaube ich. Verstehe es nicht. Ach so. Vielleicht sollte ich es nehmen. Ja, mach mal. Ein Schlüssel. Sollte ich es nehmen? Das Schlüssel. Das war's, ne? Genau. Haben wir nicht immer noch einen zweiten Schlüssel? Oh. Ich nehm's. Okay, jetzt haben wir eine rote Dings gefunden. Ich habe gleich keinen Bock übrigens mehr. Wenn das jetzt nicht mal. Geh doch weg, du Pimmel. Ich suche Schlüssel. Ah. Kann doch nicht, Shania. Tut mir leid. Umrunde dich jetzt. Laufe dir jetzt die ganze Zeit. Aber wieso geht er jetzt zum Schiff?